Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei der Feministischen Sommeruni bzw. beim Wikimedia Salon zum ABC des freien Wissens. ABC des freien Wissens ist eine Veranstaltung, die eben alphabetisch durchgeht und jeweils ein Thema bespielt. Und wir sind heute bei S wie Sprache bzw. Sprachgewalt im Netz. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde zum Diskutieren hier auf dem Podium und deswegen werde ich von langen Biografieverlesungen absehen und einmal kurz vorstellen, mit wem wir das Thema diskutieren wollen. Ja, ganz rechts Anke Domscheit-Berg. Sie war Unternehmensberaterin, dann wurde sie Aktivistin und jetzt ist sie Politikerin. Und ja, alles hat sich vermischt auch immer, ne? Irgendwie, so ganz getrennt kann man das nicht sehen. Und ihre Themen sind Geschlechtergerechtigkeit, wie man schon an ihrem T-Shirt erkennen kann, aber auch zum Beispiel Open Government und Open Data. Neben ihr sitzt Anatol Stefanovic, er ist Sprachwissenschaftler und war schon immer Sprachwissenschaftler und hat an der Universität Hamburg und der Rice University in Houston studiert und ist seit 2012 Professor für Sprachwissenschaft am Institut für Englische Philologie. Und sein aktuelles Buch heißt... Was habe ich denn gesagt? Ah, ja, an der Freien Universität. Das habe ich überlesen. Also an der anderen Universität. Und sein aktuelles Buch heißt Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Immer wenn er im Deutschlandfunk als Experte auftaucht, mache ich immer ganz stark so. Mein Mann sagt immer, was ist los? Ich sage, da ist wieder Anatol Stefanovic im Radio. Ja, hier links von mir, von euch die Rechte natürlich, Tariq Tesfu, kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Fans hier im Raum von der Genderkrise, das Videoformat, mit dem er populär wurde und auch sich sofort in mein Herz gespielt hat. Und ja, Tariq kenne ich schon ein bisschen besser. Er ist Aktivist und setzt sich gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein und gegen Hass. Und deswegen wird er regelmäßig zum Objekt von allen Menschen, die hassen wollen und die darauf mit Hass reagieren. Und hier vorne Christina Dinar, sie ist mehrfach kompetent, würde ich sagen. Sie gehört zum Team der Amadeo-Antonio-Stiftung, hat soziale Arbeit, Theologie, Kulturwissenschaften und Gender Studies studiert, war bei Wikimedia für den Community-Bereich zuständig, hat also auch Erfahrung mit dem ganzen Mist, mit dem man sich da auseinandersetzen muss und ist jetzt im Projekt Debate für digitale demokratische Kultur, einem Online-Präventionsnetzwerk oder Ansatz für junge Menschen gegen die Verbreitung von Hate Speech verantwortlich. Ja, vielen Dank. Anatol, du als Sprachwissenschaftler, dich würde ich erstmal fragen, woran erkennt man, wenn Sprache gewalttätig wird? Also das erkennt man zum einen natürlich auf der inhaltlichen Ebene an bestimmten herabwürdigenden Ausdrücken, rassistischen, sexistischen und anderen istischen Ausdrücken und manchmal natürlich auch an bestimmten grammatischen Strukturen, die zum Beispiel Frauen oder andere Geschlechter als Männer eigentlich unsichtbar machen oder die Täter verschleiern, indem der Täter durch Passivkonstruktionen, bei Vergewaltigung hat man das gern, da wird der Täter rausgenommen oder bei sogenannten Familientragödien wird sozusagen das Opfer in die grammatische Subjektrolle in dem Fall getan und wird damit quasi verantwortlich. Das ist natürlich auch eine Form von Gewalt. Und die zweite Ebene, auf der man das beobachten kann, ist natürlich die Kommunikation, also die Sprache dann im Gebrauch. Da gibt es ja klassische Strategien des Silencing, die können ständiges Unterbrechen sein, die können das Absprechen von Kompetenz sein, das kann man ja auch sehr subtil machen, die können sowas sein wie das Übergehen, also wenn man eine Männerrunde hat, da sitzen zwei Frauen dabei, dann werden die häufig gar nicht erst gefragt, das ist natürlich auch eine Form von Gewalt. Ja, also auf diesen beiden Ebenen kann man auf sprachliche Weise, ja, wenn man so will, Gewalt ausüben. Und Christina,
Wer erfährt vor allem sprachliche Gewalt? Also gibt es da Studien zu auch und was ist deine Erfahrung? Also es gibt, wir haben in der Stiftung sehr viel natürlich mit Betroffenen zu tun von Hate Speech und ich mache die Arbeit schon dort seit 3 Jahren und ich sage ganz häufig, Frauen sind die am meisten betroffene Gruppe. Es ist ein Riesenproblem, das in Studien abzubilden oder dass es gibt so einzelne Befragungen, zum Beispiel von Amnesty, die dann auf Twitter geschaut haben. Dann wissen wir also so, wenn ich das gucke, dann wandert der Hass oder die Zielscheibe häufig auch. Also wir haben dann es häufig mit Migrantinnen oder Geflüchteten zu tun, die dann angegriffen werden. Also es ändert sich und gleichzeitig bleibt es irgendwie gleich. Es sind dann häufig Minderheiten oder Menschen, die aus bestimmten Minderheitenpositionen sprechen, die schnell angegriffen werden. Aber es, also jetzt aus dem Netz, aus der Praxiserfahrung, ohne Riesenzahlen zu haben, weiß ich, dass am schnellsten werden häufig die angegriffen, die irgendwie dann sehr, sehr schnell als Frau identifiziert werden können. Also dann geht die Abwertung ganz schnell darauf hin, dass ich als Frau spreche und daraufhin wird mir ein bestimmtes Recht abgesprochen. Also das zu tun oder Expertin zu sein für oder zu sprechen. Ne? Anke, du bist eine Frau. Wie ist das in deiner langen Karriere als Aktivistin? Hast du festgestellt, wenn du dich zu bestimmten Themen äußerst, wirst du eher Zielscheibe von Hass oder weniger? Oder hat sich das jetzt auch nochmal vervielfacht mit dem politischen Klima und seit du eben im Bundestag ja auch sehr präsent nochmal bist? Also dadurch, dass ich seit Oktober im Bundestag bin, ist das gar nicht so viel schlimmer geworden. Es ist eigentlich eher schlimmer geworden mit der Intensivierung des Rechtsrucks. Denn also ich bin einerseits feministisch unterwegs, aber auch links unterwegs. Und die Kombo, die ist halt so eine Honigfalle für alles, was bösartig im Netz unterwegs ist. Ja, da hat man also relativ viel mit diesem Thema zu tun und das dann auch schon relativ lange. Und ich kann mich erinnern, ich war eine Woche nach Köln. Das Köln, ja, alle wissen, was gemeint ist, war ich bei Anne Will in der Sendung und es ging um die Verbindung von Rassismus und was das Frauengewalt und dieses ganze Oberthema. Und ich habe mich natürlich auf eine inhaltliche Ebene geäußert, die man sich hier wahrscheinlich vorstellen kann. Und das hat, ich habe es damals gecopy-pastet in so ein Word-Dokument, das waren 120 Seiten, die ich da Feedback gekriegt habe, auf allen Kanälen, die ich mehrere Tage überhaupt nicht mehr benutzen konnte. Also von Webseiten, Kommentare bis Facebook, Twitter, E-Mails, wo Leute meine Adressen rausgekriegt haben. Ich habe auch vereinzelt Briefe nach Hause gekriegt. Ich war eigentlich mehrere Tage, damals war ich selbstständig, komplett arbeitsunfähig. Also ich weiß schon, dass ich mich gegruselt habe, wenn ich den Computer nur angemacht habe, weil ich wusste, da kommt so wieder Zeug wie, möge eine Horde Araber dich totficken. Und mein Mann hat immer gesagt, liest es doch nicht, aber die richtige Antwort für den Umgang habe ich noch nicht gefunden. Wahrscheinlich wäre, ein anderer liest und filtert mir auch mal ein paar konstruktive, ich will ja auch wissen, was es an konstruktivem Feedback gibt, daraus. Andererseits will ich aber auch keine rosarote Vorstellung von der Welt haben. Und wenn die gerade rassistisch und hasserfüllt ist, möchte ich es halt auch irgendwie wissen. Aber man kann sich nicht hinreichend dagegen schützen. Und was mir zumindest in den letzten Jahren an so Objekt von Hasssein aufgefallen ist, dass bei Frauen, also ich gucke ja auch hin, wie es anderen Frauen so ergeht im Netz, dass es in der Regel 3 Dinge sind, die immer wieder passieren. Es kommt was mit Aussehen, bist du hässlich, ist dann noch das Harmloseste. Es kommt irgendwas, was mit Sexualität zu tun hat. Also du bist unterfickt oder solche Geschichten. Und das Dritte, das hat dann mit Gewalt zu tun. Das sind Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen, alle diese Dinge. Das Thema Kompetenz kommt auch. Also man ist natürlich immer doof und hat keine Ahnung. Oder kann man Master haben und 1-0 in irgendwas, das spielt gar keine Rolle. Man hat keine Ahnung. Ich hatte mal einen Tweet, der hat das wunderschön, alles die ganzen Klischees erfüllt. Da hat mir halt einer gesagt, ich wäre eine minderbemittelte, unterfickte Häslette. Da hat man sozusagen alles 3, ja. Hat keine Ahnung, sieht doof aus und Sexualität unterfickt ist auch dabei. Also das ist der Dreiklang, den kriegt man sehr regelmäßig. Und in dieser Kombination kriegen das also fast ausschließlich Frauen. Tarek, auch du hast recht viel Erfahrung, denke ich, mit Hate Speech. Wie unterscheidet sich für dich Hate Speech im Netz von, ich sag jetzt mal, rassistischen Äußerungen im Real Life sozusagen? Na, also erstmal ist es so, dass ich mittlerweile ein großer Gegner des Begriffes Hate Speech bin.
weil ich finde, wir brauchen keinen neuen Begriff für etwas, was es schon gibt. Weil es geht um Rassismus, es geht um Sexismus, es geht um Transfeindlichkeit, Interfeindlichkeit, Homofeindlichkeit, all den ganzen Bullshit, den gibt es schon. Da brauche ich keinen neuen Begriff für. Neue Begriffe erzeugen halt etwas bei mir, als wäre das etwas Neues. Und das ist es halt einfach nicht. Und man muss das Kind beim Namen nennen. Und da geht es halt um alle Ismen dieser Welt. Und es wundert mich auch nicht, dass Frauen, Trans, POCs im Netz krass angefeindet werden, weil in der Gesellschaft passiert es auch. Also warum sollen die Menschen, die vorm PC sitzen, auf einmal im Netz netter sein? Das ist ja... Also es ist ja nicht logisch. So, also es ist beschissen, aber es ist logisch, dass die halt auch im Netz hassen, weil wir eine Gesellschaft sind, in der Menschen hassen und diskriminieren und ausgrenzen. Und das ist das Problem und da müssen wir ran. Und da soll es halt niemand wundern, weil eine Person, die mich im Netz als scheiß N bezeichnet, wird bestimmt nicht beim Kaffee zu mir POC sagen. So, ne? Und die wird auch denken, dass die M-Straße eine ganz töfte Sache ist. Das heißt, ich möchte halt, dass wir ans Problem gehen und keine neuen Wörter für etwas finden, was es schon gibt. Und ich glaube also, ich habe ja, also seitdem ich fürs ZDF arbeite, ist ja mein Hassbarometer nochmal exorbitant nach oben geknallt. So, weil ich jetzt halt von denen auch allen bezahlt werde. Und wer bezahlt wird, muss auch das machen, was die wollen. Und dann darf man nicht sagen, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat. Und schon gar nicht von einem Schwarzen und schon gar nicht von einem Schwulen. Wo kommen wir denn dahin? Ich kenne den ganzen Mist. So, also ich kenne das N-Wort hoch und runter. Ich kenne dumme Witze. Deswegen war ich da relativ... gut vorbereitet für etwas, was beschissen ist, aber überrascht hat mich die ganze Nummer nicht. Okay, also mal wieder die Erkenntnis, die wir bei solchen Panels, glaube ich, häufig haben, dass es keine Trennung gibt zwischen echtem Leben und virtuellem Leben. Das ist bei mir aber anders. Also ich erlebe das nicht so. Mir hat noch nie einer ins Gesicht gesagt, ich sei unterfickt oder irgend sowas. Mir hat auch nie einer ins Gesicht gesagt, er will mich vergewaltigen oder er möchte, dass mich Leute umbringen. Das kenne ich nur digital. Also für mich ist die Qualität ist ein Unterschied. Also man sieht, dass es offenbar Unterschiede gibt, welche Art von Hassobjekt man gerade ist, aber... ich kann das nicht so bestätigen und kenne das auch von anderen Frauen nicht in dem Maß. Was nicht bedeutet, dass wir keine Gewalt erleben, das muss ich ja hier keinem erzählen. Das macht übrigens die digitale Gewalt für uns besonders belastend. Weil sehr oft sagen wir Männer, ich habe ja auch den einen oder anderen angezeigt, die sagen dann, das ist doch bloß Verbalmüll und mach dir doch nichts draus. Aber wenn ich selber, und in meinem Fall stimmt es auch, physische, sexualisierte Gewalt erlebt und überlebt habe, ist es für mich nicht theoretisch, das ist nicht abstrakt. Das triggert sofort eine Erinnerung, das ist für mich was Realistisches und das geht 40% der Frauen so, dass sie in irgendeiner Form Gewalt auch physisch erlebt haben. Wenn dann einer kommt und sagt, das ist doch nur Theorie, finde ich das halt schwierig. Also es lässt sich nicht trennen vom Analogen, aber es kommt trotzdem auch in einer anderen Erscheinungsform her. Anatol, du sprichst dich ja sehr explizit für eine politisch korrekte Sprache aus und du hast auch die ganze Zeit genickt. Ist das so ein bisschen auch der Hintergrund für deine Thesen oder warum du dich dafür stark machst? Also der Hintergrund, also mein klares Statement für eine politisch korrekte Sprache war eher so dem Eindruck geschuldet, dass im öffentlichen Diskurs um Sprache und um gerechte Sprache und um nicht diskriminierende Sprache, dass da so die Stimmen überwiegen, die das lächerlich machen, die sagen, das ist doch alles Quatsch, ihr seid überempfindlich, nichts darf man mehr sagen, so heißt das nun mal, ihr wollt uns den Mund verbieten. Ich glaube, in der Bevölkerung insgesamt ist das etwas differenzierter. Es ist zum Teil so ein mediales Phänomen und dem wollte ich aber ganz klar was entgegensetzen und habe eben versucht, diesen Vorwurf des Moralaposteltums, der immer so an die linken Gutmenschen, wie sie dann genannt werden, herangetragen wird, dann einfach mal ernst zu nehmen und zu sagen, ja, vielleicht ist das ein moralisches Problem. Und habe dann versucht, die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, auf Sprache anzuwenden und habe gesagt, wenn wir versuchen, andere sprachlich nicht so darzustellen, wie wir an ihrer Stelle auch nicht dargestellt werden wollen würden, dass sich dann sicher nicht das Problem lösen wird, aber dass dann zumindest so eine Art allgemeines Analysekriterium da ist, an dem man festmachen kann,
wann Sprache problematisch ist und wann nicht. Und ein Kriterium, mit dem man es eventuell auch Leuten vermitteln kann, die bisher noch nicht so überzeugt waren oder noch nicht so drüber nachgedacht haben. Der Wunsch dahinter ist natürlich, ja, einen Ansatz zu finden, um mit diesem ausufernden Hass, sprachlichen Hass auch fertig zu werden. Die Idee, dass man das mit Verboten hinkriegen kann, und der Begriff des Hate Speech ist ja so ein bisschen ein politischer Begriff, der versucht ja so das, was als Volksverhetzung oder in verschiedenen Gesetzen und Verfassungen verankert ist, so auf so eine europäische Ebene zu heben. Ich glaube, auf der politisch-rechtlichen Ebene wird man da nicht sehr viel weiterkommen. Wenn das funktionieren würde, hätte es schon längst irgendjemand entdeckt, diese Möglichkeit. Man kann es eben nicht verbieten, man kann es im Netz nicht kontrollieren. Wir können auch nicht wollen, dass man es wirklich kontrolliert. Dann würde nämlich alles mögliche andere mitkontrolliert werden. Und deshalb denke ich, letztendlich ist es ein persönliches Problem. Das müssen wir für uns und in der Interaktion klären. Und da war eben auch die Idee, dass so ein moralisches Kernprinzip dort vielleicht hilfreich sein könnte. Christina, bei deiner Arbeit für die Amadeo-Antoni-Stiftung, die sich ja eben gegen Rechtsextremismus, also eine Stiftung gegen Rechtsextremismus ist, frage ich mich, wie habt ihr diese Debatte jetzt um das Wort Hetzjagd wahrgenommen? Weil das ist ja... jetzt muss ich auch einen Moment überlegen, weil ich einfach... Weil diese Frage ist natürlich, sollte man das verwenden oder nicht, habe ich jetzt, und ich glaube, dass wir häufig so sehen, dass ein großer Teil, geht es viel auch um Worte, aber es geht vor allen Dingen um viele Menschen, die zuschauen, und wir haben diesen Rechtsruck, der hat halt auch was damit zu tun, dass sich da sehr, sehr viel Platz, und es wird immer mehr Platz und immer mehr Platz und immer mehr Menschen schauen zu, und es gibt so relativ wenige eigene Inhalte, sondern man hängt sich an solchen Debatten dann auf und so ein ganzer medialer Diskurs, aber wir reden wenig über Demokratie, Emanzipationsprozesse, Minderheitenschutz, und das, ich glaube, dass, wenn das einmal losgetreten ist, ist es wahnsinnig schwierig, da auch dann noch reinzugehen oder auch noch was zu ändern, und diese Intervention, die müsste eigentlich viel schneller laufen. Das ist jetzt ein bisschen Positionierung, die ich als Stiftung jetzt nicht so einfach hier machen kann. Das ist ein bisschen zu hart, und das könnte ich nicht machen. Aber ich finde das häufig, da auch reinzugehen und zu intervenieren, dafür brauchst du dann viele und nicht nur eine, und auch sozusagen eine bestimmte mitlesende, stille Mitleserschaft, die auch Mithaltung da zeigt. Wir sind weniger für diese Verbote als mehr für eine Debatte, in dem aber letztendlich sich sozusagen rechts nicht riesen Raum und Aggression und Angriffsfläche bietet, sondern wo wir irgendwie zurück wollen zu einer Debattenkultur, die irgendwie noch fair miteinander geht oder mit so einem kategorischen Imperativ arbeiten sollte. Auch die Netzregulierungen, die hier angesprochen worden sind, also Hate Speech haben wir mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja schon fast festgeschrieben. Was ist es genau? Wir reden ganz viel von sogenannten Dangerous Speech, also sozusagen diese Vorstufen, die passieren und was dann passiert. Und ich glaube, dieser Begriff Hetzjagd, der ist in diesem Bereich des sogenannten Dangerous Speech, also was dann gefährlich werden kann. Wenn ich da ganz kurz einhaken dürfte. Anke hat eben ganz richtig gesagt, der Gedanke ging mir auch in dem Moment durch den Kopf, bei dem Begriff Hetzjagd hat man plötzlich gesehen, dass die Rechten ein sehr feines sprachliches Gespür haben, dass sie also eigentlich ganz genau verstehen, wie das ist, wenn etwas, was man isst oder was man tut, mit einem Wort bezeichnet wird, dass man, ja, durch das man sich negativ dargestellt sieht. Dasselbe ist so, wenn man Nazis Nazis nennt. Dann sagen die plötzlich, ich bin doch kein Nazi, um ganz genau zu sein, bin ich dies und das. Dann wird plötzlich genaueste Begriffskritik betrieben. Während wenn man sagt, hör bitte auf, das N-Wort zu benutzen, dann sagen, jetzt habt euch mal nicht so, ihr wisst doch, wie es gemeint ist. Also bei dem Begriff Hetzjagd hätte man auch wissen können, wie es gemeint ist. Und in gewisser Weise macht es Hoffnung, ja. Wenn Sie es da verstehen können, heißt es, das Grundverständnis ist da. Wir müssen Ihnen jetzt nur klar machen, dass es andersrum auch gilt. Das zeigt natürlich, dass sie gar keinen Willen daran haben und dass sie es wieder besseren Wissens so machen. Ja? Da reden sie von weg mit der politischen Korrektheit in der Sprache, weil das ist Zensur, und da können sie gar nicht genug Goldwaage-Präzision haben, wenn es um die Benutzung eines Wortes geht, das ihnen gegen den Strich geht. Ja? Das ist also die ganz klassische Zweierlei-Maß-Geschichte, die da zutage tritt. Ja, aber wie beurteilt ihr, dass es ja auch Herr Maaßen, also das ist ja kein Rechter, ne? Auch der hat ja... Ich würde das nicht so klar sagen. Ich finde, er hat sich sehr deutlich geoutet als Rechter, also ganz deutlich.
Tarek, wie intervenierst du als Aktivist in solche Debatten? Wie meinst du das? Naja, hast du vor, oder ist das etwas, was dich beschäftigt? Oder würdest du jetzt eben, ne, wir haben jetzt diese Hetze, also würdest du sozusagen, mit welchen Mitteln greifst du da ein oder was sind deine aktivistischen Formen, um sich gegen sprachliche Gewalt zu positionieren? Naja, das kommt ganz drauf an. Also was ich schon mal gemacht habe, war zum Beispiel, aber das war dann auch sehr persönlich, halt mal Hasskommentare vorzulesen, um dem so die, dieses Aktive zu nehmen, weil ich antworte halt selber nicht auf Kommentare. Ich lösche auch keine, das ist mir zu viel Ressourcenverschwendung. Da gehe ich lieber einen Kaffee oder ein Bierchen trinken für. Und lasse das halt einfach so stehen, weil ich halt auch finde, also ich kann es total nachvollziehen, wenn AktivistInnen, JournalistInnen das löschen wollen. Also das ist halt meine Strategie, damit umzugehen. Das ist nicht die einzige und nicht die richtige, aber halt für mich die beste im Moment noch. Weil ich halt finde, wenn ich es lösche, dann ist es unsichtbar und das gibt mir irgendwie kein gutes Gefühl. Und ich denke mir, okay, wenn die jetzt da irgendwie meinen, sie müssen da die Kommentare sowas von zuspammen, dann lasse ich ihnen halt auch da kurz ihren Spaß, weil jede Intervention von mir wäre eine Form von Aufmerksamkeit. Und die verhalten sich halt einfach wie kleine Kinder so. Und ich drehe mich halt einfach weg und gehe und lasse sie halt einfach machen. Und das macht sie, glaube ich, auch sehr, sehr wütend. Aber das soll auch bitteschön so sein. Und ansonsten versuche ich schon natürlich in meiner Arbeit auch, Dinge aufzugreifen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von, ich greife etwas auf, wie zum Beispiel dieses Hetzjagd-Thema, wo eh schon so viel drüber gesprochen wird. Da denke ich mir so, da muss ich nicht auch noch meinen Senf zugeben. Ich versuche dann doch auch eher so Kleinigkeiten mir rauszusuchen. Also was jetzt letztens sehr wild war, das hatte ich noch nie gehabt, wirklich. Also ich poste ja schon auch ab und zu mal provokante Sachen, unterschätze es aber auch ganz oft. Aber ich habe es gewagt, das Chemnitz-Konzert, das Soli-Konzert, ja, wo mehr als 65.000 Menschen was ganz Tolles gemacht haben. Und darum ging es eigentlich gar nicht. Aber was ich gemacht habe, war, ich habe einfach das Bild kritisiert, dass da fast ausschließlich weiße MusikerInnen, noch nicht mal, weiße Musiker, da musst du gar nicht gendern, kannst du lassen, weiße Musiker, ja, ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt haben. Und dieses Bild hat mich persönlich gestört, wo ich mir denke, und ich weiß auch, dass die Nummer irgendwie schnell gehen musste und die halt ihre Boys angerufen haben, aber auch da merkt man ja, Musiker haben, ich sag nochmal, Musiker haben halt auch oft ein Netzwerk aus Menschen, die dann auch nicht unbedingt mit der Vielfaltskarte ums Eck kommen, da können die auch nichts für, aber das kann man halt thematisieren. Und dieser Post wurde a mega krass positiv wahrgenommen, aber natürlich auch sehr, sehr krass negativ. Und dass ich jetzt wieder der Rassist bin, das ist immer so wunderschön, ne? Man kritisiert Rassismus und dann bin ich aber der Rassist, der alle weißen Menschen hasst. Und was auch schön war, waren so Kommentare wie, ist denn nicht eigentlich die Hautfarbe auch egal und die sexuelle Orientierung? Und ich denke mir so, ja, schön wär's. So, guck dir meine Videos an, hör People of Color zu, hör nicht heterosexuellen Menschen zu. Die wollen die Welt auch, aber die gibt es noch nicht. Und dann, dann war da einiges los, aber auch da habe ich es auch laufen lassen. Ich habe dann irgendwann, das habe ich auch noch nie gemacht, ich habe dann irgendwann Kommentare nicht mehr sichtbar gemacht, weil meine Community auch dann sehr viel Gegenrede gemacht hat und auch um die ein bisschen zu schützen, habe ich dann irgendwann teilweise auf Verbergen einfach gedrückt, aber ja, wer halt irgendwie kritisiert, dass da Menschen ja eigentlich was Gutes gemacht haben und das auch gar nicht in Frage stellen wollte, da war ich dann scheinbar, das war halt ein Step too much so für viele. Da fällt mir gerade ein, ein wenig, wer sind die Menschen, die dann Gewalt ausüben? Also ist sprachliche Gewalt nur Rechten, also rechtspositionierten Menschen vorbehalten oder wird sie auch von Linken ausgeübt? Ich habe vor kurzem was ganz Unvorstellbares getan. Ich habe Beatrix von Storch verteidigt. Die hat halt auch jemand für, sieht hässlich aus und ist unterfickt und whatnot. Und ich finde die wirklich unerträglich, aber ich finde, es gibt inhaltlich so grenzenlos viel Auswahl an Dingen, die man da zum Kritisieren benutzen könnte. So, also wirklich
so leicht hat man es ja selten, da muss man nicht die Sexismuskarte ziehen. Das hat mich selbst bei Beatrix von Storch gestört und das war wahrscheinlich kein Rechte. Das nehme ich an, beantwortet deine Frage. Ich glaube, die Verhältnisse sind nicht 1:1, aber es kommt halt auch dort vor. Also Sexismus kommt in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen vor, in sämtlichen Schichten vor, in sämtlichen politischen Richtungen vor. Das ist schlicht ein Fakt. Was mich halt auch stört, sind so, wenn Leute, die man als rechts liest, grammatikalische Fehler beim Post machen. Ich finde das schrecklich. Also mich stört das, weil ich mir denke, jemand, der ein Analphabet ist oder einfach, warum auch immer, aufgrund von Umständen einfach sich nicht gut ausdrücken kann, das ist für mich kein Grund, um den niederzumachen. Und da bin ich voll bei dir. Also der Inhalt, den die Person schreibt, ist katastrophal. Für eine beschissene Rechtschreibung können die meisten Menschen nichts. Und ich finde das nicht sozial. Und auch wenn diese Person etwas schreibt, wo ich denke, das ist menschenverachtend bis zum geht nicht mehr, möchte ich trotzdem, also jetzt keinen Respekt zeigen, in dem Sinne, dass ich sie verstehe und sage, jetzt halte ich dir mal kurz die Glatze und dann bitte schon wieder. Aber es gibt da ganz, ganz viele Dinge, die man kritisiert über den Inhalt und doch bitte nicht jemanden zu schämen, weil er das ABC nicht so toll beherrscht wie andere. Ja, es gibt da vor allen Dingen das Problem, wenn ich aus vielleicht berechtigter Wut solche Dinge dann sage, dann mache ich damit zwei Dinge. Also erstens zeige ich, wie stark ich selber doch diese Strukturen verinnerlicht habe. Ja, dass selbst wenn ich kein expliziter Menschenfeind bin, dass in dem Augenblick, wo ich eine Person aber ich bin vielleicht kein expliziter Frauenfeind, bin total nett zu den Frauen in meiner Umgebung, in dem Moment, wo eine Frau was macht, was mir nicht passt, bricht aber doch meine Frauenfeindlichkeit unter der dünnen Oberfläche wieder hervor oder meine Feindlichkeit gegenüber Menschen mit geringem Bildungsstand. Also das ist das eine und das muss man dann mindestens für sich selber zum Anlass nehmen, zu sagen, oh, ich habe hier anscheinend doch noch eine ganze Menge Dinge, die ich auch selber aufarbeiten muss. Das zweite ist, ich muss mir ja klar machen, ich schädige dann nicht nur diese Person, sondern ich schädige dann alle Personen, die sich durch diese Art der Ansprache angesprochen fühlen. Das hat man ja auch bei Jan Böhmermanns Erdogan-Gedicht zum Beispiel gesehen. Das war in seiner Intention komplett nachvollziehbar. Das hat ja dann auch interessante politische Konsequenzen gehabt. Also in dem Sinne war es erfolgreiche Satire. Aber es war halt unglaublich beleidigend. Nicht gegenüber Erdogan, dem der Inhalt des Gedichtes wahrscheinlich egal war, sondern gegenüber türkischstämmigen Mitbürgern und Mitbürgern hier, der türkischen Bevölkerung, die auf eine Weise dort nebenbei niedergemacht worden sind, die sie jeden Tag sich ihr Leben lang angehört haben und die sie nicht unbedingt noch im Fernsehen sehen müssen. Also das ist das, was ich indirekte Hassrede nenne. Ich spreche eine Person an und richte aber Hassrede dabei gegen Gruppen, die damit überhaupt nichts zu tun haben, um diese Person, die ich anspreche, als Teil einer dieser Gruppen zu beleidigen. Und da würde ich sogar sagen, da sehe ich keinen großen Unterschied insgesamt zwischen Rechten und Linken. Ich meine, im linken Spektrum sind die Leute etwas sensibler für diese sprachlichen Dinge, aber man kann sich als Linke oder Linker auch ganz schnell einbilden, dass einen selber alles nicht betrifft, dass man selber ja kein Rassist ist, dass man selber kein Sexist ist. Und da das sowieso schwer ist zu merken, dass man als weißer Mann auf jeden Fall Rassist und Sexist, geht gar nicht anders. Man kann nicht in dieser Gesellschaft aufwachsen als weißer Mann, ohne Sexismus und Rassismus zu internalisieren. Aber indem ich mich auf die linke Seite stelle, denke ich, betrifft mich alles nicht mehr, so wie die DDR ein antifaschistischer Staat war und sich deshalb mit der faschistischen Geschichte nicht mehr auseinandersetzen musste. Und das Ergebnis sieht man dann, ja. Es kocht dann halt unter der Oberfläche, bis es irgendwann wieder rausbricht. Faschistischer Staat, Christina, wo würdest du sehen, was hat Sprache mit Demokratie zu tun? Oder ist politisch korrekte Sprache auch eine demokratische Sprache? Also mit dieser politisch korrekten Sprache, das ist ja auch schon wieder so ein eigener Kampfbegriff. Ich glaube, es würde sich mehr lohnen, mal über Solidarität zu sprechen oder über sozusagen, wie nehme ich den anderen wahr? Du hast auch so viele Fragen, also die Fragen an sich selber auch zu stellen. Und ich glaube, dass wenn es im Netz so diese Fronten so aufeinander kommen, dann ist nämlich eben genau diese Frage, die häufig auf rechts überhaupt gar nicht auf Solidarität zielt, sondern nur sozusagen auf Kampf und Angriff. Aber dann vielleicht der Appell eher zu gucken, okay, kann ich den Menschen zuhören, was nehme ich davon eigentlich mit? Und vielleicht kann ich auch meine
eigenen Vorurteile, die ich habe, mal beiseite stellen und dort jemanden unterstützen. Das muss ich ja auch nicht immer öffentlich machen. Ich kann das ja auch privat machen. Also wir haben auch noch nicht so über den Raum gesprochen, der so durch diese indirekte Hassrede dann so vergiftet wird, dass Menschen einfach nicht mehr reden oder also dass so soziale Beziehungsgefüge und Solidarität nicht mehr möglich ist. Ich meine, wir sind hier auch bei Wikimedia. Ich habe sehr lange mit der Wikipedia-Community gearbeitet. Da sind genau solche Strukturen auf einer Plattform, die eigentlich sehr demokratisch ist. Also es ist ja kein Facebook, wo mir so in so einer Filterblase Dinge angezeigt werden, sondern ich habe eigentlich die Möglichkeit, sehr gleichberechtigt über diese Plattformarchitektur Menschen zu treffen, mich auszutauschen. Und auch dort passiert das. Und deswegen, jetzt habe ich natürlich den Faden ein bisschen verloren, aber deswegen finde ich das eigentlich wichtig, diese Fragen, also von Demokratie, Beteiligung, faire Debatte hin zu der Frage, wie kollaborieren wir miteinander, wie reden wir eigentlich miteinander, wiederzustellen. Und da spielt auch die politische Elite mit, oder auch Politikerinnen und Politiker eine Rolle, die sich irgendwie, eben, das läuft gerade überhaupt nicht gut. Also das hat Anke ja schon angesprochen. Da sind Menschen in Verantwortung, die das letztendlich mit vorantreiben, dass das nicht unbedingt gut debattiert wird, sondern eher schlechter und die Fronten sich verhärten und wir wenig über dieses Miteinander und die Solidarität sprechen. Wie ist das eigentlich, wenn Sprache benutzt wird, um antidemokratische, menschenfeindliche Inhalte zu verschleiern? Also ich habe selber letzte Woche einen Vortrag gehalten und da ist mir sowas aufgefallen, das war bei der Katholischen Akademie. Und da wurde mit einem Theologen, der quasi den Papst kritisiert, und da wurde was an die Wand geworfen und da ging es eben um, es geht immer um die Gleichwertigkeit, ne, die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe den Ahnenpass, also den Arier-Nachweis sozusagen meiner Oma gefunden und der erste Satz ist so, nicht wortwörtlich, aber sinnbildlich sowas wie, alle Rassen sind gleichwertig. Und ich dachte sofort, okay, also es wird von Gleichwertigkeit gesprochen, aber es ist ja ein stark hierarchisches System gemeint, was Menschen eben ungleich behandelt. Wie funktioniert sowas? Das sind ja wie so Tricks, Anatol, oder? Ja, also das ist so fast schon ein Euphemismus. Also wie das hier funktioniert in diesem konkreten Fall, das zeigt ja auch die identitäre Bewegung, die hat da auch eine ganz ähnliche Position. Ja, natürlich sind alle Menschen gleichwertig, aber das heißt nicht, dass sie die gleichen Rechte haben müssen. Das heißt nicht, dass sie überall die gleichen Rechte haben müssen. Das heißt nicht, dass sie ein Recht auf gleiche Behandlung haben, weil sie eventuell zum Beispiel von der Natur oder von Gott oder der Evolution oder was auch immer man dann als Rechtfertigung heranzieht, für verschiedene Rollen vorgesehen sind. Insofern ist gleichwertig hier ein eindeutiger Hinweis darauf, dass sich die Leute, was fürs Christentum jetzt auch nicht erstaunlich ist, irgendwo ist ja so ein allgemeiner Wert des Menschen da verankert, aber dass ich die trotzdem in funktionalen Bereichen, in verschiedene funktionale Bereiche stecken möchte, wo sie unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Und wenn man sich diese unterschiedlichen Bereiche und Aufgaben dann eben anguckt oder die einfach mal die Bereiche anguckt, die diesen verschiedenen Gruppen zugewiesen werden, dann sieht man sehr klar, dass man die Hierarchie quasi aus der direkten Kategorisierung der Menschen in die Kategorien verlagert hat, in die man diese Menschen eben steckt. Das Ergebnis ist natürlich das Gleiche. Ganz allgemein zu den Euphemismen, zu dieser verschleiernden Sprache, die ist natürlich abzulehnen, weil es hier nicht darum geht, es geht ja nicht darum, Dinge zu beschönigen, sondern es geht darum, also zum Beispiel bei der Hassrede, da wird oft gesagt, ja, ihr wollt, dass wir das alles beschönigen, ihr wollt, dass wir das N-Wort nicht mehr benutzen und die harten Wahrheiten nicht mehr aussprechen, sondern ihr wollt da quasi einen Euphemismus drüber stülpen. Aber das ist natürlich kein Euphemismus, sondern das andere ist ein Dysphemismus. Also ich werte Leute herab und ich sage nur, ihr sollt die nicht herabwerten, ihr sollt eine Sprache verwenden, mit der ihr sie nicht herabwertet. Das ist was anderes, als zu sagen, es ist eine eigentlich schlechte Sache und ich möchte, dass ihr so tut, als ob es was Gutes wäre. Das ist ja das, was Euphemismen tun im politischen Bereich, die eben dazu genutzt werden, vom eigenen Versagen abzulenken, von Problemen abzulenken, mit denen man sich einfach nicht beschäftigen möchte oder eben seine eigene Position genehm zu machen oder die negativen Aspekte dieser Position auszublenden. Das ist abzulehnen, das ist das Gegenteil von dem Political Correctness. Wenn man es mal nicht als Kampfbegriff versteht, sondern als was Positives, ist eigentlich auch der Versuch einer präziseren Sprache. Herabwürdigende Sprache ist nur dann präzise, wenn ich auch da zu der Herabwürdigung stehe.
Also wenn ich das N-Wort benutze und sage, ja, ich benutze das deshalb, weil ich diese Gruppe für minderwertig halte, dann kann man eigentlich kaum noch was dagegen sagen. Dann kann man sagen, ja, hast du dir genau das richtige Wort ausgesucht. Nur das genau passiert ja nicht, sondern es wird versucht, den eigenen Hass auf diese Gruppe verneinbar zu machen, indem ich sage, es ist ein ganz normales Wort. Ich weiß genau, das ist kein normales Wort, ich benutze es ständig und kann aber immer sagen, ach, jetzt regt euch doch nicht so auf. Wenn ich einmal sagen müsste, ich stehe dazu, dann würde ich zum Beispiel die Verwendung des Wortes nicht mehr kritisieren. Dann würde ich sagen, das ist die Funktion, du hast das Wort so verwendet, wie es verwendet werden sollte. Dann würde ich nicht mehr über die Sprache reden, sondern dann würde ich anfangen, über dessen Positionen zu reden. Aber ich glaube, das ist ein großes Problem an dieser herabwürdigenden Sprache insgesamt, dass sie es mir erlaubt, herabzuwürdigen, ohne die Verantwortung für diese Herabwürdigung zu übernehmen. Es ist sozusagen eine politische Strategie. Es kann auf jeden Fall ganz, ganz leicht als politische Strategie eingesetzt werden, ja. Ich würde gerne zur Demokratiegefährdung noch was ergänzen wollen. Und zwar sehe ich das auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich sehe das, wenn ich einfach nur so auf Twitter oder Facebook unterwegs bin und bestimmte Gruppen da so angegriffen werden, dass einzelne Mitglieder dieser Gruppen sagen, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, ich ziehe mich zurück. Das heißt, da werden dann Gruppen aus dem öffentlichen Raum, auch aus dem öffentlichen Diskursraum verdrängt und nehmen an ihm nicht mehr teil. Und eine ganz andere Ebene erlebe ich als jetzt ja Politikerin, ich habe immer noch ein Problem mit dem Begriff irgendwie, man gewöhnt sich noch nicht so schnell dran. Aber was mich zum Beispiel extrem stört, ist, dass ich einerseits weiß, dass das, was an Hass im Netz unterwegs ist, überproportional sichtbar ist. Will sagen, es sind hochgradig vernetzte, hyperaktive Hasssubjekte, die da ihren Hass verstreuen. Es entspricht aber nicht unbedingt vom Anteil und der Dominanz der Wahrnehmung dem, was tatsächlich in Bevölkerung passiert, weil die meisten sagen gar nichts. Die sieht man aber nicht und die hört man nicht, weil sie sagen ja nichts. Und dann gibt es halt noch die anderen, die sagen das Gegenteil, die nimmt man aber auch nicht so stark wahr. Das heißt, im Moment wird Politik überproportional von einer bestimmten Richtung beeinflusst, die viel Zeit hat, viel Hass hat. Hass bedeutet auch, dass sie viel Energie aufbringen und das sehr häufig tun, denn Hass ist ein Energielevel, das sich schnell steigert und lange anhält. Also das ist bei positiveren Emotionen nicht so der Fall. Das führt im Übrigen auch beim Facebook-Algorithmus dazu, dass man es häufiger oben sieht, ja, weil es häufiger zu Interaktionen führt und das bringt Klickraten und das bringt Anzeigenerlöse, also das ist dann auch so ein Teufelskreislauf. Deswegen glauben viele Politiker, das da ist die Stimme des Volkes und deswegen müssen wir jetzt alle mal ein bisschen nach rechts, weil das Volk will das so, was wirklich mehrheitlich gar nicht so stimmt. Und damit ist es ganz besonders demokratiegefährdend. Und das dritte Level, das erlebe ich leider immer, wenn wir Plenum haben, ist das unvorstellbare sprachliche Niveau, das die AfD dort an die Redekanzel bringt. Dinge, von denen ich naivling gedacht habe, die sind im Bundestag nicht sagbar, werden dort gesagt. Und wer es noch nicht getan hat, der sollte unbedingt das Buch LTI von Viktor Klemperer lesen oder nochmal lesen und dann mal so ein paar Reden sich anhören, zum Beispiel von Nicole Höchst, die sie diese Woche gehalten hat, zum Haushalt, Gesundheit. Es ist die gleiche Sprache wie im Dritten Reich. Das sind nicht nur Begriffe wie völkisch, die da kommen. Es ist auch die Gleichsetzung bestimmter Bevölkerungsgruppen mit Ungeziefer oder dass sie gleichgesetzt werden mit ausschließlich Krankheitsüberträgern und Gefährdern des hier ansässigen deutschen Volkes und so weiter. Das ist wirklich das Gleiche. Es gibt da keinen Unterschied für mich, den ich mir erkennen kann. Und das, also wenn das nicht eine Gefährdung der Demokratie ist, dann weiß ich nicht, was sonst. Ja. Sorry, ich muss, ich weiß es ja auch schon, aber Tarek, wundert dich oder was? Du hast ja vorhin gesagt, naja, ich erlebe das ja schon immer, sozusagen, diese Gewalt. Wenn du das hörst, verwundert dich das, dass im Bundestag... Mich wundert gar nichts mehr. Mich wundert gar nichts mehr. Nee, also alles, was du gerade gesagt hast, Anke, mit Leute werden unsichtbar gemacht im Netz, auch das passiert im Real Life, also... wie viele Menschen mit Handicap kennt ihr, also die im Rollstuhl sitzen? Ich kenne zwei durch meine Arbeit, Raul Krauthausen und Laura Gehlhaar.
An meiner Schule war niemand. Ich kenne auch nur aus meinem aktivistischen, feministischen Bubble-Gedöns Transmenschen und Intermenschen. Ich kenne niemand im Vorstand, der trans oder inter ist. Ich sehe fast keine People of Color bei Behörden oder bei der Polizei oder keine Ahnung wo. Also, dass das Netz auch Menschen unsichtbar macht, auch das überrascht mich nicht, weil das tut das Real Life auch. Und deswegen, natürlich ist die Dynamik manchmal eine andere, aber wenn wir mal in gewisse Kleinstädte fahren, auf den Stammtisch, und eine Frau geht da vorbei mit einem kurzen Rock, dann schreien sie vielleicht nicht zu der Frau das ins Gesicht, aber sie drehen sich um und sagen es dann in der kleinen Gruppe. Also das Wort wird schon auch gesagt. Nur was neu ist, ist, dass wir alle zugucken können. Und dass der ganze Mist den Transmenschen, den People of Color, all die Gruppen, die unsichtbar sind, über immer schon gesagt haben, hört uns doch mal zu, lasst uns doch bitte teilhaben an einer Gesellschaft, zu der wir dazugehören. Lebt doch mal diese fucking Demokratie, ja, die ihr immer allen sagt, wir sind die Vorbildlichen, wir sind das demokratische Deutschland. Bullshit. Ja? Demokratie gilt auch nur für eine gewisse Elite und Chancengleichheit, ciao Kakao, sag ich mal. Ne? Bis 96 oder 94 durften Frauen noch vergewaltigt werden in der Ehe. Wir sind nicht so weit, wie wir immer gerne wollen würden. Und Rassismus gab es auch schon vor der AfD, nur wurde einfach nicht zugehört. Und warum wurde nicht zugehört? Weil die Menschen, die dazu was zu sagen haben, nicht in den Positionen waren. Und das ist der Bullshit. Und die AfD nutzt das halt einfach, ja? Weil die Gesellschaft einfach geschlafen hat. Wir waren zu dumm. Und die sind zwar auch dumm, aber sind schlau genug, das zu nutzen für ihre perfiden Drecksachen. So, das war kein Hate Speech, das war ein Fakt. So, ich würde jetzt gerne darüber sprechen, was macht ihr dagegen? Weil ihr macht ja schon alle was dagegen. Und was, wovon müsste es noch mehr geben? Ich würde gerne mit dir anfangen, Christina. Wir machen zum Beispiel auch extrem viel, also wir unterstützen Leute, Counterspeech zu machen. Was ist das? Counterspeech ist eben sozusagen das, was Tarek so ein bisschen beschrieben hat. Man macht vielleicht einen Post, man hängt sich vielleicht irgendwie raus, man ist vielleicht auch eine Initiative in XY und setzt sich für Flüchtlinge positiv ein und auf einmal sitzt man da und hat einen Shitstorm auf seiner Facebook-Seite, die bisher völlig in Ordnung war, und gerade solchen Leuten helfen wir und geben wir Strategien an die Hand, wie können sie damit gut umgehen und vor allen Dingen, wie können sie auch zurück zu ihren Inhalten kommen. Also Counterspeech sagt, okay, ich manage jetzt hier meinen Shitstorm runter, ich suche mir vielleicht Leute, die mich unterstützen, ich lösche, ich gehe da irgendwie mit um, ich suche eine Art und Weise und dann gucke ich aber auch, wie kann ich meine Themen wieder setzen und wie kann ich sozusagen auch meine Geschichte im Netz wieder erzählen und damit auch sichtbarer machen. Das sind eigentlich die zwei Dinge, die wir in der Hauptsache gerade tun, neben Analyse, schauen, was passiert sonst noch. Ja, und eine zweite Sache, die ich auch extrem wichtig finde, die ich so ein bisschen in der Zukunft sehe, sind halt auch so, jetzt gibt es so viele Regulierungsmaßnahmen. Und ich habe Twitter aufgemacht nach Chemnitz und das Erste, was mir entgegenflattert, war ein gesponserter Beitrag der AfD, der dann nochmal die eigenen Fakten zu Chemnitz von dem Fraktionsvorsitzenden, und der war gesponsert. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also irgendwie müssen wir da auch noch mal eine Regelung finden, vielleicht sechs, also gerade was so politische Sprache und den Gehalt, vielleicht das, es ist ja auch sonst nur 6 Wochen vor der Wahl, dann sieht man die Plakate, dann gibt es diesen Raum und sonst muss man vielleicht Produkte da platzieren, aber mit politischer Ideologie in dieser Art und Weise und gesponsert. Und das Erste, was ich sehe, fand ich sehr schwierig, und das auch noch mal so die Frage, welche Architektur, welche Plattform, wie soll Demokratie in solchen Räumen eigentlich, also was sollen Plattformen da eigentlich leisten? Funktioniert das eigentlich so gut? Das ist so das, was uns noch weiter treibt. Wie können wir das wieder ein bisschen demokratischer, transparenter machen? Tarek? Ich bin froh, dass du die Frage stellst. Jetzt muss ich nämlich keine schmierige Überleitung machen zu dem, was ich am Ende sagen wollte. Und zwar wollte ich nämlich auf meine Kampagne hinweisen, die ich gerade mache. Und zwar sammle ich nämlich gerade Geld. Rassismus den Stinkefinger zeigen, heißt die ganze Nummer. Auf GoFundMe, weil ich auch, weil mich das so gestört hat, dass bei dem Wir sind Chemnitz-Konzert das so sehr von weißen Menschen dominiert wurde und das auch wieder
das für mich das Spiegelbild das war, wie über Rassismus gesprochen wird und dass man immer über die Leute spricht, aber sie nicht an den Tisch holt, die dann diesen ganzen Mist, also wenn wieder Horst Seehofer die Migration als Mutter aller Probleme nennt, dann kriegt das wahrscheinlich nicht jemand von den toten Hosen ab, so, sondern halt jemand, der eine Migrationsgeschichte hat. Und ich finde es wichtig, dass weiße Menschen Solidarität zeigen, das will ich gar nicht kleinreden, das ist High Five, das ist mega und es können auch nicht immer die POCs in erster Reihe stehen, weil das ist auch anstrengend. So, ich habe das Privileg, dass ich das machen kann und will, aber das kann ich nicht von allen Menschen erwarten und das tue ich auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, GoFundMe geht auf meine Facebook-Seite, jetzt kommt der Call to Action, endlich, yeah. Liked mich dabei doch bitte auch noch und bitte spendet, genau, schreibt in die Kommentare und bitte spendet einfach, weil ich habe bald fünf Vereine, die wirklich tolle Arbeit machen. Einer aus Chemnitz ist mit dabei, der ISD ist mit dabei, GLAD ist mit dabei, die eben auch sich einsetzen, intersektional Transfeindlichkeit mit aufnehmen, Behindertenfeindlichkeit mit aufnehmen. Und ein fünfter Verein wird gerade noch gewählt. Und wir sind schon bei über 2.000 Euro nach 6 Tagen. Ich will aber 10.000. Das heißt, give me your money, egal wie viel. Und die Vereine haben es, wie gesagt, mehr als verdient. Ja. Anatole, was machst du und was brauchen wir mehr? Wovon brauchen wir mehr? Ja, zum einen habe ich ja das Privileg, dass ich das, was mich hauptsächlich interessiert, nämlich Sprache, dass ich mich damit auch beruflich beschäftigen darf und als Hobby, also den ganzen Tag lang. Und das mache ich auch und versuche eben allgemein so weit wie möglich in im Bereich meiner Kernkompetenz zu bleiben und einfach die Aufmerksamkeit für den sprachlichen Aspekt all dieser Entwicklungen, also diese Aufmerksamkeit bei möglichst vielen Menschen zu verankern oder zumindest den Anstoß zu geben, darüber zu reflektieren. Was man darüber hinaus machen kann, das ist ja so ganz schwer. Es gibt ja im Jahr 200 Veranstaltungen, wo sich Leute zusammensetzen und sagen, was machen wir denn jetzt dagegen? Ich war auf mehreren solcher Veranstaltungen und so das eine, was hängen geblieben ist, ist, dass man sagt, worüber regen sich eigentlich die Rechten so auf, worüber regen sich die Nazis so auf, was ist das eigentlich, was die so sehr hassen? Das wissen wir ja, weil sie es uns sagen und ich denke, wir müssen so viel wie möglich von dem, was sie hassen, machen und je mehr sie das hassen, desto mehr müssen wir das machen. Also zum Beispiel kriegt das Präsidium der Freien Universität häufig Beschwerden über mich, weil ich in meinen sprachwissenschaftlichen Seminaren Inhalte der Gender Studies natürlich mitverarbeite. Und seitdem, also jedes Mal, wenn so eine Beschwerde kommt, dann plane ich gleich fürs nächste Seminar noch zwei Lektüren mehr ein, bis das alles nur noch Gender Studies ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das einmal die Nazis ärgert und zum anderen kommen wir damit mal weg von diesem immer nur darauf zu reagieren und immer nur zu überlegen, wie können wir dagegen was machen und wir kommen zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollen, die Dinge, mit denen wir uns eigentlich beschäftigen wollen. Also wir schlagen da sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Das will ich auch in Zukunft weiter versuchen, beruflich wie privat. Bevor ich sage, was ich mache, muss ich noch was ergänzen zu dem, was Anatol macht, weil ich das so toll finde. Also er ist ja zum Beispiel auch sehr oft Interviewpartner in Radiosendungen und versucht auf eine extrem nachvollziehbare Weise dem Rest der Menschheit zu erklären, warum sprachliche Präzision und Gewaltfreiheit wichtig ist. Und da macht er also unglaubliche Aufklärungsarbeit. Und das zweite Beispiel ist schon Jahre her, aber das werde ich nie im Leben vergessen. Das gibt es bestimmt als Aufzeichnung, wo du beim Chaos Communications Kongress warst. Und dann hat er in absoluter Nerdsprache für die Hacker, quasi in Hackerdeutsch, das Thema Sexismus in der Sprache rübergebracht. Und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, da hören die zu, sie verstehen es auch und das mattert irgendwas. Also das war 1000-mal wirkungsvoller, als wenn ich mich dahingestellt hätte und dafür wäre ich dir ewig dankbar sein. Also sowas machst du auch, was mache ich? Also ich habe alles schon probiert. Ich habe Don't Feed the Troll probiert, also so getan, als wenn nichts wäre. Ich habe versucht, Debatten zu führen mit der Person. Es war genauso erfolgreich, also nicht. Ich habe ganz lange nicht geblockt, weil ich dachte, man muss ja wissen, was da passiert, bis ich festgestellt habe, dass mich es teilweise sogar physisch beeinträchtigt hat. Mir war dann schlecht und elend, mein Energielevel war runter und ich dachte nicht über die Arbeit, sondern über den Hass nach. Dann dachte ich, nee, also ich will die nicht so in mein Leben reinlassen. Dann haben die ja irgendwie doch ein bisschen gewonnen. Und dann habe ich angefangen, Leute zu blocken. Ich mache das nicht übermäßig viel, aber ich habe festgestellt, dass ich offenbar, die sind ja gut vernetzt. Und das war offensichtlich so, das habe ich aber erst im Nachhinein durch den Effekt des einige Leute Blockens verstanden,
dass ich die geblockt habe, die mir gefolgt sind und die offensichtlich ihrerseits das immer in ihre Netzwerke verbreitet hatten. Das heißt, von 20 Leute blocken ist der Hass plötzlich um 90% gesunken, obwohl vorher viel, viel mehr Leute waren. Also ich habe offenbar ein gewisses Geschick, die richtigen, ja die Spinnen im Netzwerk zu identifizieren und die einfach rauszuschmeißen. Und dann hat deren Netzwerk halt gar nicht mehr mitgekriegt, wenn ich irgendwas gesagt habe, was die aufgeregt hat. Also das hat ganz gut funktioniert. Und mein schönstes Beispiel war, also ich lasse mich manchmal auf Widerstand und Reaktion ein, wenn ich weiß, ich bin gerade innerlich stark. Also wenn ich weiß, ich bin gerade das Fettauge und schwimme oben, dann macht es mir richtig Spaß. Und was mal richtig Spaß gemacht hat, war zum Beispiel, als jemand, ich wurde angegriffen und jemand Drittes, was ich im Prinzip eigentlich immer toll finde, griff ein und hat also irgendwas dagegen reagiert. Und darauf habe ich dann nur diese Gegenreagierperson angesprochen auf Twitter. Der andere war aber im CC quasi als Menschen und habe geschrieben, brauchst keine Zeit verschwenden, ich kenne den schon, der ist ein Social Bot, das ist nur eine Maschine. Und das hat den unfassbar aufgeregt. Der hat also x-mal hinterher, ich bin keine Maschine, ich bin kein Bot. Und ich, das ist natürlich programmiert, das sagt er so, also verschwende keine Zeit. Das ist wirklich ein Geheimrezept. Das hat ihn unfassbar aufgeregt, dass man ihn quasi auf ein Stück Software degradiert und einfach nicht ernst nimmt. Also das könnt ihr gerne nachmachen. Und ansonsten finde ich die gesellschaftlichen Initiativen, die sich da von Reconquista Internet bis zu dieser Gruppe da auf Facebook, die Ich bin hier heißt, und da gibt es also von Kübra Gümüşay diese Liebesinitiative. Also diese Dinge finde ich alle großartig, weil ich glaube, wir haben schon im Digitalen so ein bisschen das Mobbing im Schulhof-Problem, wo wir eben nicht bloß den Mobber und den Gemobbten haben oder die Gemobbten, sondern wir haben eben auch die ganz vielen, die nur zugucken und die indirekt den Mobber oder die Mobberin darin bestätigen, in dem, was sie tun, weil die Reaktion ausfällt. Das heißt, ich finde es gut, wenn man sich einmischt, wenn man sich vernetzt und wenn man sich gegenseitig dabei stark macht. Das machen solche Initiativen, gibt es schon, man braucht also keine neuen Gründen. Aber da weiß ich, und wenn es eine Stunde die Woche ist, da mal so ein bisschen Zeit und Energie reinzugeben, wenn man sich stark fühlt, dann verletzt es einen auch nicht, dann perlt es quasi am Teflon ab. Also man sollte wirklich nur solche Momente nehmen, wo es einen nicht verletzt. Das fände ich eine gute Idee, wenn wir das alle machen. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne öffnen fürs Publikum. Gibt es Fragen von euch noch an die hier Diskutierenden? Ja, hallo. Danke für die spannende Diskussion. Ich habe eine ganz konkrete Frage, und zwar geht es um diesen Begriff des Gender-Wahns, ist ja vielleicht bekannt. Dieser Begriff an sich, finde ich, ist ja eigentlich schon Hate Speech, würde ich so sehen. Wenn man den Hintergrund und den Diskurs hinter diesem Begriff sich anguckt, der ja von der neuen Rechten benutzt wird, wo dann Björn Höcke, heißt der Bernd oder Björn? Okay, Herr Höcke spricht über Gender-Wahnsinn oder Krankheit oder Geisteskrankheit oder so. Und dann gab es ja aber auch so ein paar Versuche, diesen Gender-Wahn halt satirisch aufzugreifen, auch von Tarek, glaube ich, teilweise, was ich auch super fand. Es ist aber natürlich so, dass dieser Begriff extrem voraussetzungsvoll ist und diese sozusagen Ungleichheitsideologie halt da schon so reingebaut ist. Und was jetzt im Moment passiert, ist, dass die CSU im Wahlkampf diesen Begriff aufnimmt und in einer Argumentationshilfe sagt, ja, die SPD und die Grünen leiden unter Gender-Wahn. So. Und ich finde, das ist so ein Dammbruch, also auch wie sie das benutzen. Und ich bin da einfach leider sehr hilflos, weil es einfach ist gedruckt, es ist in der Welt. Und es ist halt so ein Begriff, der so diffus ist und total diffamierend ist. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, jetzt dagegen vorzugehen. Und mich würde wirklich sehr interessieren, ob jemand auf dem Podium eine Idee hat dazu. Danke. Also das ist richtig, dieser Begriff ist natürlich doppelt diskriminierend. Einmal nimmt er die Leute nicht ernst, die sich für in diesem Fall gendergerechte Sprache oder gendergerechtes Handeln allgemeiner einsetzen, indem er von vornherein diesen Ideen abspricht, überhaupt richtig sein zu können. Er sagt ja nicht mal, das ist falsch, sondern er sagt, das ist wahnhaft. Und zum anderen ist es natürlich diskriminierend gegenüber, also dieser Begriff des Wahns, das ist ja ein alter medizinischer Begriff, der kommt noch aus einer Zeit, wo eben Menschen mit bestimmten kognitiven, dauerhaften oder temporären kognitiven Beeinträchtigungen eben auch einfach als wahnhaft und in denen mit diesen Begriffen diesen Menschen die Menschenwürde abgesprochen wurde. Was kann man dagegen tun? Also man kann auf jeden Fall genau das erstmal machen,
was ja hier angesprochen wurde, nämlich das als diagnostisches Instrument benutzen und sagen, wenn die CSU das benutzt, dann ist es eigentlich ganz gut, weil die CSU damit ihr wahres Gesicht zeigt, was sie ja zurzeit in den letzten Tagen versucht hat, öffentlich wieder ein bisschen zu verstecken. Sie haben jetzt endlich verstanden, dass es nichts nützt, in den AfD-Wählern hinterherzulaufen, also distanziert man sich plötzlich fleißig, aber man sieht, die Sprache wird weiterhin übernommen, das dahinterstehende Framing, das dahinterstehende Sprachbild und das dahinterstehende Weltbild werden weiter übernommen, und ich glaube nicht, dass man den Begriff wieder aus der Welt schaffen kann, aber man kann, wenn dieser Begriff auftaucht, ganz klar ansprechen, was das für ein Begriff ist, was der bedeutet für beide der dort quasi herabgewürdigten Gruppen, und dann die Personen zwingen sich, die den Begriff verwendet hat, sich dazu zu verhalten oder eben dann hinterher wenigstens die Klappe zu halten. Also was anderes kann man mit diesen Begriffen sowieso nicht machen. Die sind in der Welt, die verschwinden, wenn überhaupt, dann über Generationen. Die verschwinden immer mal, wenn es wirklich so einen ganz, ganz starken Einschnitt gibt. Ja, wenn das ganze Land in Trümmern liegt, dann ist eine Generation mal da, die sagt, da haben wir uns irgendwie auch sprachlich wohl übertrieben, also auf jeder Ebene. Vielleicht sollten wir mal 20 Jahre lang die Klappe halten, aber das hält natürlich nicht dauerhaft an. Das kommt dann wieder. Und ich glaube, dass man immer sagt, ich nehme dich ernst. Wenn du Genderwahn sagst, dann mache ich dich für diesen Begriff verantwortlich. Dann gehe ich davon aus, dass du das für wahnhaft hältst und dass du Leute mit kognitiven Beeinträchtigungen verachtest, denn was anderes sagst, denn nichts anderes steckt in diesem Begriff drin. Und dann soll die Person sich rechtfertigen und hoffentlich den Begriff nicht nochmal verwenden. Dahinter gab es noch eine Meldung oder mehrere? Ich würde jetzt gerne noch mal vom Tarek wissen, wenn ich ihm Geld geben soll, wofür ich ihm das denn konkret geben soll. Doc Martens, Urlaub, nein. Es gibt vier Vereine, die habe ich selber ausgesucht. Die ich ja gerade, habe ich sie gerade genannt? Ja, genau, also Agiwa. Genau, der ISD ist die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Die setzt sich halt gegen Rassismus und ganz besonders halt gegen Rassismus, der sich gegen schwarze Menschen zeigt. Gibt es genug in Deutschland. Agiwa ist aus Chemnitz. Die machen Jugend- und Sozialarbeit dort mit jungen Erwachsenen, aber sehen auch die Mehrheitsgesellschaft in der Pflicht, sich zu öffnen und gewisse Dinge anders zu machen. Also denen geht es ganz stark so um Begegnungen in Sachsen, in Chemnitz. Wen haben wir noch? GLAD sind mit dabei, das ist halt auch ein Verein, die das Ganze halt intersektional sehen, also die sehen sich nicht nur, das machen anderen glaube ich auch, aber GLAD nochmal sehr, sehr speziell, die halt sagen, okay, Rassismus kommt meistens Händchen halten mit Sexismus ums Eck, aber auch mit einer Form von Behindertenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit. Die arbeiten auch ganz viel mit jungen Leuten und wollen jetzt Geflüchtete empowern, auch ein eigenes Videoformat, glaube ich, zu machen, was auch eventuell dann das Geld sein könnte, was sie bekommen könnten. Und waren das schon vier? GLAD, ISD, ach so, Pro Asyl. So, ne? Einen großen Namen muss man auch drin haben, ne? So für die Klicks, habe ich mir gedacht. Und der fünfte Verein, der kann eben, weil ich auch weiß, auch meine Bubble ist eine Bubble und ich kann auch nicht alles mitdenken. Deswegen können halt die Leute auf Facebook und Instagram gerade wählen, also welcher Verein noch begünstigt wird. Und das ist, am Montag wird das halt klar. Also es gibt eine Top 8, Women in Exile sind mit dabei, der NSU, das NSU-Tribunal, die Initiative von Uri Jalo, also ne, Leute, die echt auch Kohle gebrauchen können, und das wird dann am Montag klar sein. Gab es noch weitere Fragen? Da hinten. Hallo. Ich habe auch eine Frage zu einem Begriff. Das ist nicht unbedingt ein gewaltvoller Begriff, aber ich mache mir schon lange Gedanken darüber, wie man den vielleicht ersetzen könnte, weil ganz viele Leute ihn nicht verstehen. Also es geht um Gender Mainstreaming. Das ist eigentlich eine super Sache, aber die wenigsten Leute verstehen, was das eigentlich soll und was damit gemeint ist. Ja, und der wird ja auch häufig als eben missverstanden oder auch absichtlich missverstanden und dann als was Schlechtes ausgegeben. Und ich würde gerne hören, ob sich jemand von euch schon mal Gedanken gemacht hat und vielleicht eine
also eine begriffliche Alternative hätte, ein Wort, mit dem man die gleiche Geschichte bezeichnen kann, ohne viele Worte zu verlieren. Ich wehre mich ein bisschen, nur weil das ein paar Leute ganz bewusst nicht verstehen wollen, den es jetzt irgendwie noch schön kuschelig zu machen und jetzt irgendwie einen neuen Begriff mit zu überlegen. Es ist ja auch so, wie wenn Männer sagen, also mit Feminismus komme ich ja nicht klar, ne? Wegen dem Efter und dem Feminina. Soll schon ein neuer Name auch herkommen? Nein. Dafür brauchen wir keinen neuen Namen. Du brauchst einfach nur ein paar Ressourcen und Knips hier mehr im Hirn, um zu verstehen, warum der Begriff halt so ist, wie er ist. Und bei People of Color ist es genauso, wo ich mir auch denke, ey, das N-Wort ist irgendwie in Ordnung, das M-Wort ist in Ordnung, aber wenn Leute irgendwie selbstbestimmt, empowernd sich ein Wort raussuchen für etwas, wie sie von anderen gelesen oder wahrgenommen werden, das ist halt immer wieder ein bisschen too much. Also ich glaube, dass eine gewisse Gruppe von Menschen alles, was in Richtung Gleichberechtigung, offene Gesellschaft, happy, happy für alle, da können wir uns noch Wörter aussuchen, die wollen die nicht verstehen. Und da ist es dann nicht die Aufgabe von denen, die es irgendwie schöner haben, für die, die es gerne für sich nur schöner haben wollen, dann den sagt man, Po zu pinseln? Sagt man das so? Den Arsch pinseln? Bauchpinseln. Ach, den Bauchpinseln, genau. Aber auch einige pinseln auch die Ärsche, also ihr wisst, was ich meine. Also da würde ich sagen, nee, da ist es wichtiger zu zeigen, wie wichtig dieser Begriff ist und wie wichtig das ist, dass der eine Relevanz hat. Und da würde ich Ressourcen reinstecken und nicht mehr zu überlegen, wie es den halt dann recht machen könnte. Ist so meine Meinung. Ich glaube, das stimmt. Insofern, als dass die Leute, die den Begriff bewusst missverstehen, die werden natürlich auch jeden anderen Begriff missverstehen, den man da findet. Aber in diesem Fall, ich würde sagen, bei dem Begriff Gender Mainstreaming ist es schon ein bisschen was anderes als bei den anderen hier genannten Begriffen, weil es ja im Prinzip ein Fachbegriff ist, der für jemanden, der sich mit den Gender Studies jetzt zum Beispiel nicht beschäftigt hat, schlicht nicht bekannt ist. Den kennt man nicht und dann leitet man den aus den Wortbestandteilen her und dann ist er wirklich sehr missverständlich. Und insofern würde ich schon sagen, das ist ja was ich mache ja viel populärwissenschaftliche Kommunikation, da überlege ich mir genau diese Dinge. Ich habe jetzt hier kein Patentrezept, aber ich finde es tatsächlich einen interessanten Hinweis, darüber nachzudenken, ob man sich irgendeine Begrifflichkeit findet, die einfach präziser ausdrückt, was damit gemeint ist. Damit wird man nicht die Gegnerinnen und hauptsächlich wahrscheinlich Gegner dieses Begriffs überzeugen, aber damit wird man viele Leute, die sonst sehr anfällig sind, natürlich die vielleicht, wenn man ihnen erklären würde, was das ist, sagen würden, ja, finde ich eigentlich gut, die dann aber anfällig sind, wenn sie nicht den Begriff verstehen, für die Interpretationen, die eben von den Gegnern da drüber gestülpt werden. Also insofern würde ich Fachbegriffe, die ideologisiert werden könnten von der Gegenseite, da würde ich immer sagen, vielleicht können wir darüber nachdenken, ob wir den Begriff vermeiden. Manchmal wird man sagen ja, manchmal wird man sagen nein. Bei meinem Buch im Duden Verlag, warum wir eine politisch korrekte Sprache brauchen, haben wir ja genau dieses Problem mit dem Begriff politisch korrekt auch diskutiert. Das ist ein rechter Kampfbegriff, der ist aber inzwischen so weit in die Mitte der Gesellschaft als das Wort für das, was da gemeint ist, anerkannt, dass wir da uns entschieden haben, dabei zu bleiben und das eben auszuhalten, weil jede andere Formulierung von den Rechten genauso angegriffen worden wäre. Ich würde es allerdings nicht nochmal machen. Ich würde mir jetzt genau wie bei dem Begriff Gender Mainstreaming, glaube ich, etwas mehr Gedanken machen, wie ich das stattdessen nenne. Deshalb, wir können ja gerne danach nochmal kurz sprechen. Vielleicht fällt uns spontan was ein oder vielleicht hat Anke auch die Lösung. Na, ich hatte diese Situation auch schon relativ oft. Und ich bin eigentlich dazu übergegangen, den Begriff nie allein zu verwenden als Fachbegriff in einem Satz und vorauszusetzen, dass er verstanden wird, weil er wird sehr selten verstanden, sondern ihn immer ausschließlich einfach und mit einem Beispiel zu erklären. Das ist dann vielleicht nicht allumfassend präzise, aber es wird der Wind aus den Segeln genommen. Wenn ich dann also einfach so nachvollziehbare Sachen sage, dass es darum geht zu erkennen, wie sich bestimmte gesellschaftliche Sachverhalte unterschiedlich auf Geschlechter auswirken, auch wenn sie gleich aussehen, Beispiel zwei Männerklos, zwei Frauenklos, aber die Schlange ist halt nur da, dann versteht das jeder. Und wenn ich sage, in New York hat man sich darüber Gedanken gemacht und da gibt es jetzt halt zwei Frauenklos mehr und die Schlangen sind überall gleich lang, also gleich kurz, dann ist das Gender Mainstreaming. Ja? Das versteht jeder.
Also da hat man sofort den Wind rausgenommen. Es geht also nicht darum, bestimmte Gruppen zu bevorzugen auf einmal, sondern durch eine Unterschiedsbehandlung Gleichberechtigung erst herzustellen. Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Vielen Dank hier an Christina, Tarek, Anke, Anatol. Ich würde sehr gerne mit euch noch weiter diskutieren, aber wir müssen leider für heute die Veranstaltung beenden, denn es werden noch weitere Folgen. Ja, und euch auch vielen Dank fürs Kommen und Zuhören und Fragen stellen. Tschüss.